Hallo, wir sind die Vorspieler, wir spielen Memoria, wir sind jetzt schon ganz kurz vom Ende und da unten ist ein komischer Kassier mit einem Kraftfeld um sich herum und Dan schmiert gerade ein Brot. Ja, das ist ein Ei-Bacon-Brot. Ich hasse Ei. Was sagst du dazu? Auf vier Korn. Ja. Ich hasse trotzdem Ei. Was sagst du dazu? Das ist eine Symbiose aus Ei und Bacon. Ne? Aber ich hasse immer noch Bacon. Ja, was sagst du dazu? Ei, ei, ei. Ei. Also das Ding an der Sache ist jetzt, dass wir hier vor einem richtig kniffligen Rätsel stehen. Ich der persönlich Turm mag ja so ein kniffliges Rätsel. Aber nicht, wenn wir hier Let's Play machen. Deswegen haben wir mal ganz, ganz fies getrickst. Und haben wir gar nicht. Haben da nochmal nachgeguckt und haben mit Hilfe eines Smartphones haben wir uns jetzt die Lösung mal ein wenig. Na super, jetzt nimmst du dem Ganzen die ganze. Ja, es ist, weil es ist wirklich Hahne-Typ. Ne? Also mehrere Hähne zusammen. Die uns dann hier. Er ist also die nun Lösung wieder. Ist wirklich wieder mal super. Danke, Momeria. Und danke an die Entwickler EA Sports. EA Sports, it's in the game. Der Turm ist it's a capital E, it's a capital A, it's a capital Sports. Super. Falls ihr es nicht gesehen habt, super. Dieser EA Sports Guy ist der Hammer. It's not EA, it's not AE, it's EA Sports. It's in the game. Ja, so ist das. Und Jules, fang doch einfach mal an, bitte dieses Lösungsding mit dem Kraftfeld abzuwursteln. Wir müssen nämlich jetzt diesen Zierkopf, den wir gefunden haben, einsetzen. Ja, das ist total unsinnig mal wieder. Ich glaube, das brauchst du noch nicht mal auszumachen. Mach ich einfach mal aus Spaß und Fun, ey. Ja, mach das, um dem seinen Penis-Tentakel da wegzumachen. Ja. Der verschwindet aber einfach, gell? Also nicht, dass Scheiß auf Animation, braucht man nicht. Ja, das ist halt kacke. Ja, also wir haben halt versucht mit dem Messer und mit allem möglichen das hier kaputt zu machen, aber es geht mit dem Zierkopf. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ja, oben am Crystal. Wenn es anders nicht geht. Was soll das? Wirklich? Ja, really. Es geht wirklich so. Gut. Lass mich mal kurz gucken. Alles klar, ich mach jetzt halt später. Ja. So, damit kann ich jetzt so. Ach, guck mal, jetzt die Brücke, jetzt kann ich hier... Ja, ja. Eben noch nicht? Nee, die war eben noch nicht. Du konntest hier nicht durch. Stimmt, ja. So. Klar. Jetzt pass auf. Ich mach erstmal Turm 3 hinauf. Ja, genau. Genau. Oh, was ist das denn? Jetzt versuch die Schuhe... Jetzt versuch mal... Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Oh, no. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich. Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht, und der Trug wird verschwinden. Was sehen wir denn wirklich? Also alles was, also nichts, was hier ist. Also so, außer die Säulen und so hat, ne? So Säule an. Genau, die wirst du sehen. Es ist nur eine Illusion. Sagt, was wirklich an dieser Stelle steht. Hier ist. Ach so. Ah. Oh, jetzt muss man gucken, wie die angeordnet sind. Warte. Kann man nicht einfach raten? Guck doch mal, was ich meine. Versuch's doch mal. Na, ein Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Hier steht... Ach so, ja gut, das kannst du machen. Eine Statue. Hier ist... Eine Rüstung. Eine Rüstung. Hier steht... Okay, das Schild. Ein Schild. Okay, dann doch. An dieser Stelle ist nichts. Das müsste einfach verschwinden, weißt du, wenn's. Also wir müssen jetzt die Logik herausfinden, ne? Ich weiß es. Die Objekte in den Kammern sind nach einer bestimmten Logik. Seht euch die anderen Räume genau an. Kannst du wieder zurückgehen? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal zurück. Okay. Gut. Da aber die Tentakel im zweiten Turm auf Satyas Kristallsplitter in der Tasche allergisch reagieren, deaktiviert sie ihn mit ihrem Zauber und geht dann über die Leiter. Achso, in einem mittleren Raum wahrscheinlich. Ja, da wo wir eben das Ding kaputt gemacht haben. Ja, da haben die, wo die ohne auf dem Boden so rumwabern. Ja. Pass auf. Und da geht es jetzt nicht. Aber es nicht geht. Du musst den Kristallsplitter. Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher.
Und dann sollst du nach oben gehen. Er schwebt in meiner... Wie soll ich das deaktivieren? Einmal mit dem Zauberstecker. Ach so. Ich kann deaktivieren. Jetzt hoch sollst du gehen, über die Leiter. Ich dachte, unten, wo diese Teile sind. Ich weiß noch nicht warum, aber sollst du hochgehen. Ja, und jetzt? Bin ich ganz oben. Ach, hier. Und wieder zurück in den Turm, um wieder in den Turm 1 zu gelangen. Schön, schön. So, und jetzt? Hier geht es nach unten zur zerstörten Brücke, da wir Lichtreflektion. Was? Da kann ich nichts erkennen von dem Foto. So. dass die Tentakel auf die Kristalle reagieren, könnten wir versuchen, sie damit... Wo bist du denn jetzt schon wieder? Rausgegangen. Warum? Turm 1, ja, was soll ich denn jetzt machen? Die reagieren doch auf den... Soll ich die weglocken? Ja. Hier geht es nach unten zur zerstörten Brücke. Hast du das besser gemacht? Ihr kommt ihn nicht. Nein, hast du nicht. Gehen wir zur zerstörten Brücke. Welche zerstörte Brücke? Alter, wo wir eben waren. Jo, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, die reagieren da drauf. Muss ich auch das Ding erst anklicken wieder. Ja, 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 das kann schon sein, ja. Jo, ei. Voll der Typ, ey. Mann, das also Spiel. Du sollst dann zu dieser zerstörten Brücke gehen und dann merkst du, dass die Tentakel auf die Kristalle reagieren. Ja. Der Turm ist... Wahrscheinlich kannst du dann weitergehen. Gott, ist das eine Scheiße, das hätten wir im Leben nicht rausgekriegt. Besser, ihr kommt ihn. So, jetzt gehst du mal nach vorne hin da. So, zerstörte Brücke. Ja, und hier müsste man... Genau, nimm mal den... Versuch mal mit dem Kristall da rumzuwedeln. Sie reagieren nur auf wache Schwebesteine. Ja, mach ihn mal an. Genau, jetzt ist, wenn man wahrscheinlich... Wie soll man sowas... Also wir hätten das im Leben nicht rausgekriegt. Nee. Fangt! Super. Ein kleines Stück weiter und ich könnte hinüberklettern. Oh. Kannst du den ausschalten? Dann lassen die noch fallen, oder? Das ist es nicht. Ich kann doch hier den... Auch er wird nichts geben. Okay, weiterlesen? Ja. Na unten zur zerstörten Weichet! Kasims Arme... Wenn die Tentakel auf die Kristalle reagieren, könnten wir versuchen, sie damit anzulocken. Satya aktiviert also wieder den Splitter und wirft ihn hinüber. Es fehlt aber noch ein Stück. Wenn wir den zweiten Schwebekristall nach oben fahren lassen, reagiert die Brücke. Oder reagieren die Tentakel wieder. Kasims Arme haben einen Moment lang auf den Kristall reagiert, doch er ist so schnell nach oben verschwunden. Gut. Genau. Wir müssen ihn irgendwie verlangsamen. Satya bindet den Gürtel um den Stein und schafft sich so eine Tentakelbrücke zum Turm 2. Was machst du denn jetzt? Ich dachte, ich soll nochmal zu dem Stein, der oben jetzt nach oben ist. Kannst du den eigentlich nicht von hier irgendwie wieder runterziehen? Nein. Versuch es mal so, ja. Das ist es. Nee, da musst du den jetzt nochmal runterholen. Hol nochmal den. Jetzt mal ohne Scheiß, wie sollen wir das... Ja, vor allem du und ich, gell? Vor allem mit deinem scheiß Baconbrot mit Ei. Ja, ist aber auch Ei rum. Der Turm ist... Oh Gott. Alter, das schmeckt so geil. Nee. Du weißt, wie die Firma heißt, die das herstellt. Geil? Mhm. Schmeckt geil. Mhm. Pop. Ja. Gibt's aber auch von Hohmann und von ja, Hohmann hab ich schon Adidas gesehen. Und aber warum Pop? Nike. Warum kamen die da drauf, sie Pop zu nennen? Kann ich nicht sagen, wahrscheinlich schießt der Typ so. Pop. Ja. Siggy Pop wahrscheinlich. Der Turm ist nun wieder unten. Siegfried Pop. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt musst du mit dem Gürtel Schnecke technisch. Um den Lass uns sehen, was geschieht, wenn ich den Kristall hier festbinde. Und jetzt verlangsamen das mal. Der Gürtel hat den Kristall vom Podest gerissen. Er fliegt nun nicht mehr nach oben. Wie unsinnig, ja? Das wäre geschafft. Also jeder, der zu uns sagt, ihr seid so lame, ihr holt eine Lösung. Ey, so ein Kack. Ohne Scheiß. Ich verstehe gar nicht. Ohne Witz, ey. So Netz. Ohne Jules, ey. Warte mal, ich muss jetzt hier weiterlesen. Mann. Manometer. Tentakelbrücke zu Turm 2. Von dort geht es weiter zur Brücke zwischen den Türmen. Also hier. Mhm. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Zwischen den Türmen.
2 und 3. Hier ranken zwei Tentakel nach oben, ja, die dort einen weiteren Schwebekristall halten. Ja. Den man aber von Sie sind weich und warm. Oh, am Baby. Ende sind diese Viecher auch nur aus Fleisch und Blut. Wie schön ihr das gesagt habt. Ja, das ist ein saufperverser Stock, ey. Ja, das ist das Coole, dass wir das von hier aus nicht sehen und wir bekommen jetzt auch hier keine Info, ne? Also, die müsste eigentlich sagen, ja hier, das, die halten einen Schwebekristall oben. Jetzt mal nur mal so Gameplay-mäßig, ne? Ja, was soll ich machen jetzt, ja? Den Satya aber nicht erreichen kann. Mit ihrem Dolch kann sie aber den linken Tentakel ab durchschneiden. Den linken, oder? Nur den, nicht den, versuchen wir den rechten. Jetzt hab ich den linken. Ach, schade. Wäre geil gewesen, der rechte geht nicht, weißt du? Gut. Kann sie den linken Tentakel am durchschneiden, wodurch sie ihn deaktivieren kann. Im Turm 3 nach oben. So. Und da kannst du jetzt... ja, geh einfach wieder raus da. Und da kannst du jetzt deaktivieren. Mhm. Interessant, interessant. Ja. Ist das der Hammer? Geil. Warum konntest du es vorher nicht? Ich weiß. Ach, weil er in der Mitte war wahrscheinlich. So, warte, nächstes Bild. Ja, nee, das ist mir auch wirklich... Also, ich mag ja sowas eigentlich gar nicht, so Cheaten oder so eine Komplettlösung, aber dieses Rätsel ist der Hammer. Also, wir hätten wahrscheinlich Wochen gebraucht. Vor allem du und ich, ne? Da hätte ich halt nicht mehr gesagt, lass mal spielen, irgendwie oder so. Da hätte ich gesagt, nö, dann bocken wir das auf. Lass wieder ein Video drehen. Und ja, sagen, weißt du, das Spiel ist doof. Da gibt's dann auf, ne? Ich auch. Ja. Nun ist es an der Zeit, die Illusionen zu brechen. Ja, bitte. Seht euch die Reihenfolge der Statuen, Rüstungen, Schilder und Fackeln in jedem Turm, sowohl unten und oben, ganz genau an. Nein. Und notiert ihre Reihenfolge. Versucht ein Muster in der Reihenfolge zu erkennen. Warte. Es handelt sich hierbei um ein Logikrätsel. Wenn ihr genau hinschaut, fällt euch auf, dass... Ah ja. Von Turm 1 zu Turm Spiegeleffekt, wahrscheinlich 2... Und jeweils die Stelle 2 plus 3 und 4 plus 5 vertauscht werden. Von Turm 2 und Turm 3 unten bleiben dann... Ach du Scheiße da. Oh, von links nach rechts. Fackel, Rüstung, Statue, Schild, nichts. Hier ein steht... Gott, was ein Geschiss. Fackel. Ja. Hab ich ja eben schon gemacht. Ein Fackelhalter. Ja, und? Fackel, Rüstung? Hier ist... Eine Rüstung. Statue? Hier steht... Eine Statue. Schild? Nee. Und hoffentlich stimmt das jetzt. Ein Schild. Und nichts. Hier ist... Nichts. Ja, ja. Was? Ja! Yeah. Ach, was ein Glück. Oh. Okay, Jules, jetzt sind unsere Aufzeichnungen am Ende. Ja, jetzt können wir wieder alleine spielen. Meinst du? Schwebekristall. Versuchen es, ne? Und hier sind keine Tentakel. Deswegen hat er das hier mit seinem Mindfuck gesichert. Mhm. Soll ich dir das Brot, das gebackene Käsebrotfoto nochmal aufheben oder soll ich es löschen? Ich dachte, du hast es mir geschickt. Ja, stimmt, habe ich, ne? Da hast du es ja eh. Kannst es dir ausdrucken. Ja. Wand hängen. So, jetzt bin ich hier. Jo, jetzt ist auf jeden Fall dieses Kraftfeld weg. Jetzt kannst du... Nein, das ist noch da. Ja, aber das ist so wenig. Jetzt kannst du bestimmt zum Hauptkristall gehen. Ja, ja. Weil das ist... Der Schutzschild ist nun... Schneidet ihn... Mit Vergnügen. Oh, ja. Hä? So muss ich da hochkommen irgendwie nur. Ja. Das findest du da rein. Zur Brücke 2. Zum Turm 2. Die Leiter hoch. Nach rechts gehen. Vor allem, was macht er die ganze Zeit da? Ich weiß es doch nicht. Warum weißt du das nicht? Erst muss ich Kasims Schild zerstören. Hä? Ich dachte, er ist jetzt den Kristall. Zur Brücke 2. 3. Fenster. So, okay. Dann zerstöre ich erstmal den Schild, damit ich den Kristall zerstören kann. Ich komme ihm besser nicht so nahe. Frau, ey. Du kriegst mich auf. Der Schild schützt ihn. Aha. Ja, was soll ich machen? Ich sehe keinen Zusammenhang. Ich weiß nicht. Der Schild schützt... Kannst du da oben auswählen? Also du kannst nur da oben den... Du kannst die Tentakel... Hast du oben den Stein ausgewählt oder die Tentakel, als du da oben warst? Tentakel.
Wir müssen Kristall deaktivieren. Der Schutzschild schneidet ihn mit fucking. Warte, wenn. Damit end. Super. Oh, das war gut. So endet der Film mit den Tentakeln, den ich kenne auch. Es spritzt und es gibt ein Stöhnen. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Die Frau auch. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Du stark. Ich bin nicht wegen dir hier. Nee. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Endlich passiert mal was. Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Ja. Okay, das war die einzige animierte Action-Sequenz wahrscheinlich, ne? Ja, winde dich nur. Ich bin nun in deinem Geist und zerreiße alles, was ich finden kann. Gleich wird von deinem kümmerlichen Wesen nichts mehr übrig sein. Mach doch mal die Statue aus. Also diese... Gib auf! Deine Zauber sind wirkungslos. Ah, aber gut, nur weil du das sagst, muss es ja nicht... Strample nur so viel. Oder eher... Was kannst du denn anklicken? Also nur ihn jetzt. Ja. Na gut, das ist gut, das reduziert uns. Du auch. Kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. So. Normalerweise dürft sie jetzt... Du kannst dich nicht mehr bewegen. Die Hände sind gefesselt und die hängt in der Luft. Jetzt müsste eigentlich der Stab irgendwas machen. Den kann ich nichts machen. Du kannst ja den Stab, aber... Was hast du? Du hast noch mehr Zauber. Du hast Versteinern, du hast An und Aus. Das hast du noch nicht gemacht. Strample nur. Oder eher... Versuch ruhig mal alle Zauber durch. Was soll das? Glaubst du wirklich, deine kümmerliche Magie? Okay. Vielleicht kannst du die Magie irgendwie auch... Haha, ich kann mich doch nicht selbst einschläfern. Schade. Schade, sagst du. Oh, zu köstlich, zu köstlich. Das Zeichen des Praios-Geweihten. Unbrauchbar. Aber ich klammere mich an jeden Halm, den ich finden kann. Jetzt kannst du nur die Zauber auch nochmal versuchen hier auf den... Einst konnte ich das wohl, aber inzwischen bin ich zu schwach. Der Zauber wirkt nur auf... Einst konnte ich... Mein Zauber wirkt nur auf Pflanzen und Kleid. Gut, dann nochmal... Vision schicken. Ah, ja, schick mal eine Vision. Prinzessin, der Zauber wirkt nur auf Gegenstände. Bist du denn kein Gegenstand? Au, hört ihr das? Das war das sanfte Brechen meines Herzens. Beziehungsweise... Erst brauche ich... Das ist kein persönlicher Gegenstand. Das ist kein persönlicher... Haben wir einen persönlichen Gegenstand? War der Dolch von ihm oder so? Nee, ich hab mit ihm einfach nur. Ja, Wind, ich bin nun in deinem Geist. Gleich wird von deinem Ja, ich bin gleich... Er ist in unserem Geist. Ja. Also mach mal Selbstmord. Wie denn? Ein Messer. Ich kann mich ja nicht mal anklicken. Stimmt. Haben wir Zappalot nochmal. Haben wir unsere Pulsader im Inventar? Nee, auch nicht. Oh, scheiße. Aber ich glaube, es ist jetzt eh schon die Zeit rum. Oh, du verdammter Crazy Jules, ey. Und dann kann man ja dann nochmal... Ja, das große Finale dann gleich angehen, oder was? Jo. Würde ich mal so Aber glauben. Warte, ich drück nochmal. Ja, ist es nur der da Prinz. Oben? Nein! Mach das mal aus. Baby. Yeah, baby, yeah. Achtung, jetzt zwischen sich. Oh nein, 3D oder was? Das war alles. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast,
wird bald noch etwas gelten. Du bist bestimmt stolz auf dich, ja. Denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. The fuck? The fuck? Fuck. Boah, nein. Blut. Everywhere. Guck mal, Dämonen, Zwerge. Sound 11? Weiß ich nicht, aber was sich in diesem Bild versteckt und wo wir Waldo finden können, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge bei Memoria von Desa. Macht's gut. Tschüss.